Es ist ein Stück Geschichte, die Seiler Horst Reisig in Kirchberg im Hunsrück mit seiner Arbeit am Leben erhält, wenn in der historischen Werkstatt nach alter Tradition handgefertigte Seile entstehen. Die Seilerei selbst gehört Handwerksmeister Fritz Linn, der direkt neben dem geschichtsträchtigen Ort sein Unternehmen betreibt. Das hat sich auf Lüftung, Sanitär, Heizung und Elektroinstallationen spezialisiert. Ein Themenfeld, das längst im Hightech-Bereich angekommen ist. So sind heute in unmittelbarer Nachbarschaft zwei Handwerke zu Hause, die für Vergangenheit und Zukunft stehen. Fritz Linn, der Handwerksmeister, ist nicht nur ein Fachmann, geht es um moderne Wärmepumpentechnologie oder Niedrigenergiehäuser. Er hat auch ein feines Händchen für Tradition und beschreibt den Erhalt der Seilerei als ein persönliches Anliegen. Es ist die einzige Seilerei in Rheinland-Pfalz. Seiler Horst Reisig, der letzte seiner Zunft. In reiner Handarbeit fertigt er Seile und erklärt auch, wie er zu diesem Handwerk kam. Denn sein Traumberuf war ein anderer. Traumberuf wäre vielleicht bei mir gewesen Seemann. Aber das hat ja nicht hingehauen. Und da habe ich gedacht, Seile haben ja auch was mit Seefahrt zu tun, da bleibe ich dabei. Und so gingen die Seefahrerei wie auch die Seilerei im Hafen Kirchberg vor Anker. Seit 1864 fertigt Familie 30 hier Seile, eine Tätigkeit, die im Norddeutschen als Rebschlägerei bekannt ist. Daraus leitet sich die Bezeichnung Reeperbahn ab. Ursprünglich reichte die Reeperbahn von Kirchberg weit über die heutige Halle hinaus und zog ihre Bahn schnurgerade durch den halben Ort. Hauptabnehmer der so gefertigten Seile war die Landwirtschaft. Die Seile kann man für viele Zwecke verwenden. Früher hat die Landwirtschaft immer viel Seile und Ackerleinen gebraucht. Oder die Bauern für die große Maschine, für Stroh zu pressen. Und für Schiffstau, die werden ja in Bremen oder Hamburg gemacht und die Drahtseile hauptsächlich in Bayern. Die Einsatzgebiete für die Seile haben sich verändert, wie auch die Arbeit nicht nur in der Seilerei durchgeführt wird. Da mache ich Springseile für die Kinder und wenn irgendwelche Feste sind, werde ich dann angeschrieben oder angerufen, ob ich da hinkommen kann. Da habe ich eine mobile Seilerbahn. Und dann wird die da aufgebaut bei denen auf dem Fest und da können die Kinder dann selber Stricke drehen. Und das macht ihnen viel Spaß. Ein Handwerk im Wandel der Zeit, das gilt sicherlich auch für das Heizen von Wohnhäusern. Vom offenen Feuer über traditionelle Öfen hat das Zeitalter des computergesteuerten, vollautomatischen Gebäudemanagements längst Einzug gehalten. Dabei steht natürlich auch der sparsame Einsatz von Ressourcen im Mittelpunkt. Heizungen sorgen heute für wohlige Wärme und das zu einem Bruchteil des Energieeinsatzes wie noch vor 20 oder 30 Jahren. Eine Entwicklung, die Handwerksmeister Fritz Linn nicht nur miterlebte, sondern mit der Arbeit seines Unternehmens auch mitprägte. Dabei kann sein Familienbetrieb selbst auf eine jahrhundertelange Geschichte zurückblicken, ist sogar älter als die Seilerei. Vor 250 Jahren gründeten Linns ihren Betrieb, damals aber in einem ganz anderen Handwerk. Der Betrieb ist gegründet worden als Laiendeckerbetrieb, das ist der heutige Dachdecker. Hat sich dann weiterentwickelt als Klempnerbetrieb und ist also heute in der Energietechnik, Gebäude- und Energietechnik tätig. Wir sind in der 8. Generation, die 9. Generation ist mein Sohn, ist auch schon Meister im Betrieb integriert und hoffe, dass dann der Betrieb auch weitergeführt wird, so wie wir es 8 Generationen gemacht haben. Firma Linn macht Sanitär, Heizung, Klima, Elektroinstallation, hauptsächlich nur die betreffenden Sachen, also wie Lüftungstechnik, Klimatechnik, Quadraten, sind unsere Hauptaufgaben. Unsere Tätigkeiten liegen im Neubau, Sanierung und Industriebau. Dabei spielt auch der private Wohnungsbau eine wichtige Rolle, so wie hier bei der Installation des gesamten Gebäude-Energiemanagements. Die Wohneinlage besteht aus Niedrigenergiehäusern, die wir also mit Heizung, Sanitär, Lüftung bestücken. Diese Wohnanlage hat also kontrollierte Wohnraumlüftung. Das heißt, wir brauchen keine Fenster mehr geöffnet zu werden, sondern die Lüftung wird automatisch geregelt über ein Wohnraumlüftungsgerät, was also die verbrauchte Luft aus dem Gebäude rauszieht und die Frischluft wieder ins Gebäude reinbläst. Dabei wird die Wärme, die im Gebäude drin steckt, von der Abluft rausgenommen von dem Lüftungsgerät und geht in die Frischluft wieder rein, sodass ich also 90% der Wärme im Gebäude drin halte und damit einen riesen Energiespareffekt habe. Gleichzeitig haben wir auf dem Dach eine Solaranlage,
Mit dieser Solaranlage erzeugen wir jetzt Warmwasser für dieses Gebäude. Mit seiner Arbeit leistet das Handwerk einen entscheidenden Beitrag bei den wichtigen Herausforderungen der Zukunft im Bereich Energiewende und Energieeinsparung. Was dabei alles möglich ist, wird auch auf der Gewerbeschau Kirchberg zeigt sich am 2. und 3. Juni präsentiert. Und auch hier engagiert sich Fritz Linn im Sinne des Handwerks für seine Hunsrücker Heimat und natürlich als Unternehmer. Bei der Gewerbeschau gibt es also ein großes Spektrum von Handwerksbetrieben, aber auch die gesamten Industriebetriebe aus Kirchberg stellen aus. Hier ist die Gewerbeschau Kirchberg zeigt sich mit über 70 Ausstellern aus der Region und wir als Unternehmen nehmen auch an dieser Schau teil. Wir zeigen da die neuesten Technologien im Gebäude- und Energietechnik. Hauptsächlich zeigen wir da auch die Heizung, die gleichzeitig Strom erzeugt, also eine Kraft-Wärme-Kopplung für Ein- und Zwei-Familienhäuser. Mehr Informationen zur Gewerbeschau am 2. und 3. Juni gibt es im Internet unter stadtkirchberg-hunsrück.de.